What's up, Friends? Wir sind wieder live hier, YouTube-Video am Drehen in Dubai und ich sag's euch, wie es ist. Wir haben 44 Grad, das sagt meine Uhr. Es klatscht die Sonne richtig. Im Schatten geht's sogar tatsächlich ein bisschen, aber hier ist echt Katastrophe. Das heißt, wir suchen jetzt Wasser. Da hinten ist Wasser. Ich muss euch aber sagen, schaut mal kurz, andere Seite. Hier der Jumeirah Beach, der ist nicht so geil. Also, wenn ihr einen geilen Beach haben wollt, geht auf die Palme oder so. Da werden wir euch auch noch das ein oder andere Footage von zeigen. Hi, da bin ich wieder. ja, ihr seid dabei. Wir gehen jetzt mal ins Hotelzimmer, ein bisschen was arbeiten, noch die ein oder anderen YouTube-Videos aufnehmen. Wenn die Sonne dann ein bisschen weiter unten ist, dann geht's weiter. Uhren 100k machen und warum das bei dir nicht der Fall ist. Darüber sprechen wir heute in diesem Video. Und der erste Punkt ist, dass du diese Flughöhe einfach nicht erreichst, weil du die ganze Zeit falsche Sachen machst. Du machst nicht die richtigen Sachen effizient und effektiv, das, was dich und deine Agentur wirklich nach vorne bringt. Und es ist nun mal so, become a professional Instagrammer. On my way! Kommt mit, welcome to my crib. So, hier geht's erstmal rein. Hier werden wir natürlich immer schön mit Wasser versorgt. Ich lese gerade dieses Buch, Ego is the Enemy. Nice Typ, der Ryan Holiday, hat ein paar gute Bücher geschrieben, klare Empfehlung an der Stelle. So, dann haben wir hier einen Raum, den zeige ich euch jetzt nicht. Oder doch, komm. Hier ist noch ein Schlafzimmer, richtig geil. Richtig geil, hier kann man auch irgendwo drauf drücken. Ne, Moment hier. Das ist ja auch was, ne? Wir leben heutzutage in einer Welt, wo alles mit Technik geht. Hier, zack, ein Knopf gedrückt, geht das Ding auf. Das ist schon krass, ne? Komm mal mit. Ihr seht da hinten, da kann man jetzt vielleicht mal ranzoomen. Burj Al Arab. Richtig krass. Was noch richtig krass ist, wenn du mal hier rumkommst, müssen wir einfach kurz. Okay. Was ich richtig heftig finde, guck mal, Dubai ist ja die ganze Zeit am Wachsen. Ne? Die ganze Zeit. Und wenn du von hier oben runterschaust, schau mal da hinten, ne? Wie kleine Ameisen, alle am Bauen. Ne? Das ist richtig heftig. Da unten, da hocken die zu 20 Leuten. Und man muss sagen, die sind glücklich. Die sind wirklich glücklich, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht. Aber da, wo sie herkommen, ja, Pakistan und so weiter und so fort, wenn du mal mit den Leuten sprichst, ich spreche ja auch gerne mit anderen Kulturen, mit anderen Leuten, die sind glücklich, dass die hier sind, dass die ihre Familie zu Hause supporten können, weil die hier eben 3 bis 5 Mal so viel verdienen. Ja, also hier wird wieder was gebaut, es wird eigentlich die ganze Zeit was gebaut. Vor 3 Monaten, wo ich hier war, da standen noch 3 Skyscraper weniger hier. Also brutal, hier hinten sieht man auch nochmal schön die Palme. Da hinten sieht man auch das neue Resort Atlantis, da hinten ist noch das ältere. Da war ich mal auf den Bahamas in Nassau, da steht 1 zu 1 dasselbe Gebäude, das Orange. Aber genug mit der Aussicht, Aussicht zeige ich euch jetzt gleich noch was viel, viel Heftigeres. Sesam, öffne dich, zack, the Dubai Eye, das größte Riesenrad. Wir könnten ja aber auch mal Fenster putzen wieder. Und jetzt zeige ich euch das Highlight, weil danach habe ich auch einen Call. Denn natürlich auch in Dubai, auch wenn man im Urlaub ist, sollte man natürlich weiter arbeiten. Und hier, boom, das ist, hier, das muss man jetzt auch erstmal wieder verstehen, wie das alles so funktioniert. Zack, schaut euch das mal an. Ist das geil oder ist das geil? Einfach ein Riesenraum, ich glaube insgesamt sind das hier 140 Quadratmeter oder so, die wir hier haben. Einfach wirklich. Das ist eine riesengroße Glasfront hier. Von da, von Dubai Eye bis hinten rüber zur Palme, kann man sich das alles anschauen. Wir werden jetzt hier noch ein paar YouTube-Videos drehen, aber eine Sache muss ich an der Stelle auf jeden Fall mal loswerden. Und zwar, dass ich zutiefst dankbar bin dafür, dass sowas heute Realität ist. Damals habe ich mir gedacht, ich würde mir niemals irgendwie so eine Suite holen, würde mir niemals irgendwas in diese Richtung Geld ausgeben für eine Nacht, weil das kostet natürlich auch etwas. Aber die Lebensqualität und dass man jetzt hier das auch nutzen kann, einfach noch einen geilen Bereich für sich hat, statt irgendwie in der Lobby zu arbeiten und so, sondern hier arbeiten kann, geile Videos aufnehmen kann, könnt ihr dann auf YouTube sehen. Genauso wie dieses Video, was ja auch gerade hier entsteht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wollte ich euch mal zeigen. Ich habe jetzt einen Coaching-Call. In diesem Sinne, haut rein, bis gleich, ciao. Sieht nicht gerade so geil aus.
limited. It is. So why is it limited? Because they don't make too many boxes of it. They make like 1,000 boxes of this one, you know, and then they separate it around the world. And every like month or like 2 months, they make the same quantity. Ah. But the rest of the boxes, they make like 20,000 to 30,000 boxes per month. Hoyo de Monterrey. Exactly. Okay, and you said the more top of the tree, the better. The better, exactly. Okay, what's the second one you recommend? The second one I'm gonna recommend, of course. One? No, this is only one. This left. Is this is Dominican Republic. Scarcity, right? Because only one is left. Exactly. This is from Dominican Republic, cigars. Okay. Okay. First of all, this is gonna be like the third degree we have in the shop. Mm-hmm. You know, because this is number one from the Dominican Republic cigars. Ah, okay. It's good. It's very good. You know, comparing to the other Dominican Republic cigars I have, this one is number one. Mm-hmm. Okay. But the second one comes after this one is Presencia. Presencia. Mm-hmm. Because in China, Cuba, the Cuban company that makes cigars, it's in Cuba. But the suppliers has companies with China. Okay. Yeah. So this is, how should I say, like culture in China, the year of the tiger. Yeah. Because they have like white tigers. White tigers, exactly, is gonna like in the numbers of it. So every year of the tiger, they have like a date or something, they make boxes for cigars. Cohiba also has a. It's right here, let me show it to you. I do my first cigar now. Of course, we have an advisor here. Hello. So, what's your best tip on starting? To be honest with you, the best tip to start with a cigar is to start either with Connecticut or to start with a sun-grown or what people call it a mild cigars, okay? So if you start with the Connecticut cigars, which is the light color one, you're gonna stick with it because it's very light, it's very soft to the throat. But if you start with the sun-grown or mild cigar, it's gonna be, it can give you steps so you can grow bigger with the cigars because most of the good quality cigars are either Maduro or sun-grown cigars, or mild. Just like the Hoyo Humanitaria I just show you. Okay. So that's the idea. We start with a sun-grown. Join us on our journey. Because there is space for progress then. Exactly, yes, 100%. Yes. Thank you, man. Of course, my friend. Okay. So, this side, this shape is called Parejo. Parejo. There's some shapes comes like pointy, it's called Torrido. Okay. Torrido. That one and this one, they already show you how you should cut it. They will give you two spaces. This is called the cap. So this is called surface cut. And this is called deep cut. Yeah. So you can cut it either from here or either from here. It depends how much you rest with the cut. Ah, okay. Yeah. So for as a beginner, I'm gonna cut it for you surface cut because it's gonna be better. Okay. 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 Cullinan oder doch lieber Brabus. Also wenn ich mir einen hole, dann würde ich mir auch auf jeden Fall das B vorne drauf machen. Das ist auch geil, oder? Sogar innen. Uah. Sogar innen, mintgrün. What the fuck? Ja. Ja, ach, Dings. Unnormal. Wie findest du es? Habibi, Dubai ist geil. Hallo, how are you? Hey, how's it going? Also das überwältigt mich jetzt gerade. Wir haben jetzt ein bisschen gechillt hinten beim Dubai Eye, war richtig chillig da auch die Front am Water und so. Aber jetzt das hier zu sehen, da geht richtig was auf gerade. So eine Weite, so endlich, eine Möglichkeit. Ja, heftig. Mann. Das ist es. So, und das ist das Geile an Dubai. Ah, ich liebe das. Abends. Ist einfach wunderschön. Oder was sagst du dazu? Cash is coming! Medium. And triple fries on side. No, truffle mashed potato. Okay. Okay, so for me only truffle fries. And zwei Portionen. Du darfst zwei Sides wählen. Zwei Sides? Two Sides? Ja, ich kann. Okay. Was dann hast du kannst die Bohnen von heute Mittag, so ähnliche. What about edamame? Edamame.
Oh shit, man. Truffle fries, right? Yeah, all the truffle. So what are you bringing? Mm. Yes. How much is it? It's 1 kilo. 1 kilogram. Oh, shit. Yeah. Wow. Gönjamin, ja? So, Friends, what's up? Wir haben uns jetzt hier allerfeinstes T-Bone Steak, T-Bone Wagyu Steak, 1 Kilogramm gegönnt. Richtig geil, schön bisschen Gemüse dabei, Triple Fries, Avocado, noch 1 Kilo, Truffle, Mashed Potatoes, Pfeffersoße. Hier ist alles einfach geil. Ich sag's euch, wie es ist. Schmeckt richtig nice. Umsetzen. Help me choose. Digga, was geht hier ab? Udus, Udus, Udus. Guck mal hier. Mintgrün G-Klasse. RS4-8. Da kannst du mir doch nichts erzählen. Der Audi. Oder Köln. Weiß ich schon, bei mir war le panneau 5. Hier. Wir überlegen ja den Audi zu holen, weil ich ihn schon ziemlich sexy finde. Aber du sagst G-Klasse, ne? Muss aber beachten, die ist ja vom Brabus komplett aufgetönt, die ist sogar innen mintgrün. Only in Dubai. Das geht ab. Was ist das für eine heftige Karre hier? Komplett krank. Geile Stores hier auch einfach. Das ist das Allerheftigste einfach. Dieses Aquarium. So muss man sich das ungefähr vorstellen, wenn man Mindset-Probleme hat. Ja, man ist eigentlich ein richtig kompetenter Fall. Ich sitze jetzt hier gerade einer. Siehst du einen? Da hinten. Das da ist zum Beispiel ein Riffhai. Aber da gibt es auch noch andere da oben. Da einen. Aber so ist das, wenn man Mindset-Probleme hat. Ja? Man ist einfach begrenzt im Denken. Man ist in einem Aquarium, man ist eingesperrt, ohne dass man es weiß. Also die wissen ja gar nicht, dass sie im Aquarium sind. Die wissen nur, dass sie zu wenig Platz haben, dass sich irgendwas scheiße anfühlt, dass irgendwas nicht so vorangeht, wie man es eigentlich könnte, dass sie nicht mit Leichtigkeit durch den ganzen fucking Ozean schwimmen können. Und so ist es auch mit dir im Business, ja. Wenn du es nicht weißt, dann brauchst du halt mal einen externen Blick, ja. Da brauchst du jemanden, der dich da rausholt. Ich würde den Fischer auch gerne da rausholen, weil es ist jetzt nicht so schön, ja. Ist natürlich heftig, imposant, ja, das Ganze anzuschauen. Aber schön ist das für die Tiere nicht. Und schön ist das als Unternehmer auch nicht, wenn man sich blockiert und man weiß einfach nicht, woran es liegt. Man merkt nur, hey, Umsatzschwankungen, es läuft nicht so weiter. Und wenn du das ändern willst, umsetzer.de. Wir sind jetzt hier im Restaurant Buka. Ich kann euch das nur empfehlen, denn folgendes. Schaut mal her. Hier haben wir natürlich abends eine geile Lichterschau, die Fontänenschau, und das sieht einfach mega nice aus, wenn man dann hier sitzt. Jetzt gerade ist es einfach zu heiß, deswegen gehen wir rein, chillen hier, aber das ist mein Geheimtipp, weil hier unten, das sieht dann alles so sehr, sehr schön aus. Dann sieht man auch das Zug, da den Durchgang quasi, und den Dubai Mall drüber. Dann kommt man da in die Stadt rein. In der Stadt war ich selber noch nicht, ich weiß nicht, was man da zu suchen hat, aber hier in der Mall kannst du dich, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 4, 5 Tage aufhalten, wenn du willst und jeden Shop ansehen willst. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ne? Sinn der Sache ist jetzt, dass wir mal schön ein bisschen was zu essen in den Magen bekommen. Denn wir haben Hunger und hier draußen kann man nicht so gut essen, denn es ist fucking heiß. In diesem Sinne, wir sehen uns. Atelierklinik, richtig geil. Hier bin ich öfter. Da hinten ist der Burj Al Arab. Da werden wir gleich noch hingehen. Das werdet ihr dann auch sehen. Aber hier, richtig geil. Was wir jetzt machen, ist eine Vitamininfusion, Vitamin Drip, richtig geil. Danach ist wie Licht an- und ausmachen. Ja, ist einfach ein ganz anderes Feeling. Mario ist ja auch dabei, der macht es zum ersten Mal. Das heißt, du kannst gleich mal deinen Erfahrungsbericht teilen danach. Aber schauen wir mal. Hier schön natürlich Maybach. Zweimal, weil einer reicht nicht. Bentley auch am Start. Genau. Alles am Start hier. Deswegen nach reingehen. Und dann
das schon sehen wird, geil. Vielleicht mache ich auch noch ein Video, was da alles drin ist, damit ihr auch einfach mal seht, was man zufügt. Hallo. Ein bisschen Müdigkeit ist da, die intensiven Eindrücke der letzten Tage. Und ich bin mal gespannt, wie es danach sein wird. Jetzt fühlt es sich auf jeden Fall so an, als ob ich ein bisschen Erholung gebrauchen könnte. Also hier geht es gleich los. Und oh, geil, das ist super entspannt hier. Wir werden jetzt gleich mal schauen, wie es sich auswirkt. Hier ist das gute Zeug. What's in it? Like this is glutathione, right? Yeah. What is it for? It's for immune system. Glutathione to eliminate all the waste product, free radical metals from your body. Yeah. It's an antioxidant. Yeah, nice. Detoxification of the body. This is the best, okay. And this one is like vitamin C, amino acids, magnesium. What else? B1, B2, B6, B12. Oh, nice. And it has one injection called glutamine, which will help that. Glutamine? Glutamine. Oh, nice, yeah. That's good. And all amino acids. Also, wir haben jetzt hier Full Throttle IV Therapy. Das heißt, Vitamin C hochdosiert, Glutamin, also alle Aminosäuren. Dementsprechend auch Glutathione, was sehr gut ist für freie Radikale und einfach alles zu bekämpfen, zum Detoxen, was man gerade so in sich hat. Alle Antioxidantien, Spurenelemente, so alles, was es quasi gibt, das Beste vom Besten. Und das knallen wir uns jetzt hier rein und danach machen wir mal einen Erfahrungsbericht. Ne? Still make it fest? No, generell. So, warum machen wir jetzt das Ganze? Was ist der Nutzen davon? Der Nutzen ist davon A, dass du viel gesünder bist, dass du im Körper all das gibst, was du sonst nicht bekommst über die normale Ernährung, dass die ganzen Stressoren, ja, die ganzen Zellen und so weiter, die da so wie wild rumhüpfen, gerade wenn man Stress hat, dass die einfach mal ein bisschen entspannen können und sich gesund duplizieren können. Man muss ja auch überlegen, wir haben Billionen von Zellen und alle 7 Jahre sind wir quasi einmal neu gebildet, also wir sind quasi ein neuer Mensch von den Zellen. Ja. Und deine täglichen Entscheidungen sorgen dafür, wie gesund und munter. Oh. Yes. Ah. Oh, yes. That's great. Thank you. You're welcome. So, is it fast? Yeah, it's a bit fast. Perfect. Do you want? No, it's okay. Perfect. So mine's working, yes? Yeah. Okay. Ich wollte aber gerade eben was anderes sagen, und zwar, dass die Zellen sich entsprechend gesund duplizieren können und anhand des Lifestyles, den man lebt, auch wirklich dafür sorgt, dass die Performance immer auf dem Peak-Level ist. Absolute Empfehlung, mach das mindestens einmal im Quartal, besser öfter. Ciao. Also, wir sind jetzt hier beim Burj Al Arab. Jetzt fällt das noch rein. Einfach ein Hubschrauber. Zack. Crazy. Also wenn du dich fragst, was kann man noch alles mit mehr Geld machen, der fucking Heli auf dem Burj Al Arab landen. Was ich ja auch immer super interessant finde, ist am Flughafen siehst du so viele gestresste Menschen, weil sie nicht klarkommen mit ihrer Planung. Weil sie einfach nicht richtig planen. So, ich habe jetzt in einer Stunde oder so geht der Flug. Ich bin trotzdem noch todesentspannt. Und manche, die sind 2 Stunden vor Flug und rennen hier rum und denken, die verpassen den Flug. Also ganz wichtig, Planung schafft Ordnung. Und durch Ordnung brauchst du auch entsprechend nicht den Stress haben, den sich manche machen. Ich gehe jetzt hier noch was einkaufen. So, jetzt bin ich hier in der Business Class Lounge und die ist riesengroß. Ich habe noch nie so eine krasse Lounge gesehen. Ich noch mal kurz was zu trinken, ein paar Snacks und dann geht's weiter. Ist auf jeden Fall richtig heftig. Zieht euch mal rein, was es hier alles gibt. Das alles machen: Duschen, Schuhe putzen, Jungs mit Gesundheit, Timeless Spa. Krass, das ist riesengroß. Also, eigentlich wollte ich den Vlog ja eben schon beenden, aber ich gehe immer noch zum Gate. Jetzt haben wir. Na, Viertel vor und eine Dreiviertelstunde geht der Flug. Irgendwie bin ich hier noch bei
den ganzen B-Gates, aber ich muss zu den C-Gates. Das ist fucking riesig. Hier kann man sich wirklich verlaufen. Basti. Wieder nicht richtig geschrieben. Die kriegen es immer hin, das nicht richtig zu schreiben. Immer so ein Eiskaramell links geholt. Jetzt hier Boarding. Und ja, ich bin sozusagen einer der letzten überhaupt. Hat man immer einen separaten Eingang, da müssen alle warten. Man geht hier dann rein. Natürlich richtig fett. Heute zum ersten Mal A380. Bin super gespannt. Später an die Theke. So, wie statte ich mich hier immer aus? MacBook, zwei Bücher, Champagne, Eislatte. So sieht das hier aus. Riesenhof. Hier ist noch weiter. So, und hier ist Bar. Kilometer. Also der Block geht doch länger als gedacht. Natürlich müssen wir jetzt hier mal schauen, ob die auch zack den Umsetzer drin kann. Sehr gut. So, dann, wenn man morgens auf dem Flug ist, bekommt man das hier zum Frühstück. Dann kann man sich hier mal eins auswählen. Also ich würde auf jeden Fall Arabic Meats nehmen. Vielleicht wird das auch anders ausgesprochen, ich weiß es nicht. Main Course Seared Chicken. Ich weiß nicht, ob ich da anders bin, aber ich würde niemals Fisch irgendwie im Flug essen. I don't know. Dann natürlich hier Dessert. Wow. What? Chocolate Truffle Cake. Wow. Oder einfach Fruit is geil. So, und jetzt sind wir in der A380 und dementsprechend haben wir hier noch die Lounge und da können wir auch noch die Sachen auswählen. Insbesondere sehr geil Baklava. Da schauen wir mal gleich, was es gibt. Eine Sache ist noch ganz wichtig, wenn ihr Business upgraden wollt. Wenn ihr das einfach nur mit dem Geld macht, dann zahlt ihr 2000 Euro oder so für das Upgrade. Direkt ein Business zu kaufen macht auch keinen Sinn. Dementsprechend immer Economy kaufen, beziehungsweise Economy Flex. Und dann könnt ihr euch Punkte dazu kaufen. Also 39.000 Euro Punkte, dann bekommt ihr ein Upgrade, das hat so 800 Euro gekostet. Und andernfalls gibt es aber auch beim Check-In, also wenn ihr diese E-Mail bekommt von hey, jetzt Check-In, dann bekommt ihr auch ein Angebot für Business Upgrade für 780 Euro oder so. Das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn. Also eine Sache, die ich hier besser finde, ist das hier. Und zwar kann man ja hier seine Beine so reinpacken. Und okay, ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich liege, da werde ich euch gleich nochmal ein Update zu geben. Aber bei dem 777, bei der Boeing, da hast du ja, dass das dass hier unten so ausfährt. Und da komme ich mit meinen 1,94 einfach unten gegen. So. Dementsprechend hoffe ich hier, dass ich da mehr Platz habe. Also ich komme oben mit dem Kopf an und auch unten. Da. Mit den Füßen dran. So, what's up, Friends? Ich bin in Düsseldorf angekommen, gerade eben noch in Dubai gewesen, jetzt hier. Richtig geiles Zimmer, schöne Aussicht. Ich finde es auch sehr wichtig, dass man ein geiles Bett hat, ein geiles Zimmer hat, damit man sich einfach wohlfühlt, wenn man dann auch wieder nach Hause kommt. Ja, so sieht's aus. Jetzt geht's ab auf die Contra. Contra starts.